Ich liebe den Moment, wenn ich morgens aus dem Haus gehe. Der Blick auf die Schwanenburg und das Vogelgezwitscher machen mir immer gute Laune. Ich bin zwar auf dem Weg zur Arbeit, aber die frische Morgenluft tut einfach gut und ist auch immer ein bisschen Erholung. Beim Gang durch die Stadt blickt man dann immer wieder in neue Gesichter. Denn während die Stadt vor einigen Jahrzehnten vor allem noch für seine Schuhindustrie bekannt war, ist Kleve heute als Stadt im Grünen bei vielen Touristen beliebt. Das Touristikangebot ist gerade für Familien attraktiv und bietet viel Abwechslung. Ob es dann auf eine Tour ins Grüne geht oder vielleicht zum Shoppen in die Innenstadt, das entscheiden Sie natürlich selbst. Vielleicht geht es aber auch auf die Schiene. Auf der Draisine erlebt man Kleve entlang historischer Bahngleise. Die Route führt entweder ins benachbarte Kranenburg oder sogar bis ins niederländische Groesbeek. Egal, wohin die Reise gehen soll, wer sich auf die Draisine begibt, passiert früher oder später auch Kleves ganzen Stolz, die historischen Gartenanlagen. Die barock angelegten Gärten wurden im 17. Jahrhundert vom damaligen Statthalter Johann Moritz von Nassau-Siegen in Auftrag gegeben. Ob er damals wohl schon wusste, dass er sich damit ein Denkmal setzen würde, das von Berlin bis Versailles vielfach als Anregung für weltbekannte Gartenanlagen dienen sollte? Nur wenige Schritte entfernt liegt das Museum Kurhaus. Unter den Dächern des ehemaligen Bäderhauses sind Werke aus allen Kunstepochen vom Mittelalter bis zum 21. Jahrhundert zu Hause. Wer das Museum Kurhaus betritt, spürt sofort die Präsenz von Josef Beuys. Bevor das Haus zum Museum wurde, diente es Beuys jahrelang als Atelier. Neben Beuys prägen vor allem Ewald Matteries Tierskulpturen die Ausstellungsräume. Wer die Tierwelt hautnah erleben will, wird im Klever Tierpark fündig. Hier können die Tiere nicht nur bestaunt werden. Im Streichelzoo freuen sich kleine Ziegen und Schafe über eine Streicheleinheit und natürlich Futter. Kleve und die Umgebung erkundet man natürlich am besten mit dem Fahrrad. Viele Kilometer Fahrradweg sorgen dafür, dass Kleve schon längst kein Geheimtipp mehr bei Fahrradtouristen ist. So vielseitig wie der Niederrhein sind auch die möglichen Routen. So geht es durch Wälder, vorbei an Flüssen und über Deiche. Immer im Blick die weite niederrheinische Naturlandschaft. Am ehemaligen Klever Hafengelände hat sich die Hochschule Rhein-Waal niedergelassen. Über 5000 Studenten studieren hier im Bereich Gesellschaftswissenschaft, Sozial- und Gesundheitswissenschaft sowie in den Bereichen Natur, Wirtschaftswissenschaft und Technik. Klever Schüler erwartet ein breites Bildungsangebot. 7 Grundschulen verteilt über das Stadtgebiet bieten zahlreichen Schülern den Einstieg in den Schulalltag. 2 Gesamtschulen, 1 Realschule sowie 2 Gymnasien bieten einen idealen Rahmen für die Vorbereitung auf das spätere Berufsleben. Ergänzt wird das Angebot durch das Berufskolleg des Kreises Kleve. Auch für die Freizeitgestaltung bietet die Stadt ein breites Angebot. Neben Traditions-, Hobby-, Kultur- oder karitativen Vereinen nehmen vor allem die Sportvereine eine wichtige Position ein. Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden dort nicht nur gefördert, sondern auch gefordert. Teamgeist wird in Kleves Vereinswelt großgeschrieben. Wer die vielfältigen Angebote der Stadt kennenlernen oder gemeinsam mit Familie oder Freunden etwas unternehmen möchte, kann sich mit dem Online-Veranstaltungskalender einen Überblick verschaffen. Theater, Musik oder Brauchtumsfeste – hier ist für jeden was dabei. Ob Bürger oder Besucher, ob buntes Stadtleben oder Entspannung im Grünen – Kleve ist einfach immer lebenswert.